Hi, ich bin Kip. Willkommen zum ersten Teil meiner Reihe Science Fiction Off und wir beschäftigen uns mit Pixars Monster AG bzw. Monster Uni. Ich werde in dieser Reihe Geschichten von Filmen, Serien, Comics und so weiter unter die Lupe nehmen und analysieren, wie viel Science Fiction in den Stories steckt, die gar nicht als Science Fiction gedacht waren und welche fantastischen Theorien sich hinter manchen Filmen bzw. ihren Stories verbergen. Die Monster AG sowie das Prequel Monster Uni und die Serie Monster bei der Arbeit spielt in einer Welt, wo die unterschiedlichsten Kreaturen, die wir als Monster bezeichnen und so nebenbei bemerkt, die Monster nennen sich selbst auch Monster, leben und arbeiten. Mit der Schreikraft bzw. Lachenergie von Menschenkindern erzeugen sie ihre Energie. Und seit dem Pixar-Meisterwerk Die Monster AG wissen wir, Lachen erzeugt sogar viel mehr Energie als angstvolles Schreien. Aber darum geht es heute nicht, sondern vielmehr um die Tatsache, dass die Monsterwelt eine Art Paralleluniversum darstellt, dessen Bewohner durch Türen in unsere, also in die Welt der Menschen, eintreten können. Und nur zu einem Zweck: Energiegewinnung. Zunächst möchte ich auf den Science-Fiction-Aspekt dieser Tatsache eingehen, denn es existiert tatsächlich ein Science-Fiction-Roman von Isaac Asimov, dem Begründer der Robotikgesetze nebenbei bemerkt, der genau dies zum Thema hat. Titel des Buches: Lunatico oder Die nächste Welt. Hier eine kleine Zusammenfassung der Handlung. Durch einen Zufall macht der Radiochemiker Frederick Hallam eine schier unglaubliche Entdeckung, die ihn später zu einem angesehenen Wissenschaftler werden lässt. Kleine Mengen des Wolfram-Isotops 186 scheinen sich plötzlich und unerwartet in stabiles Plutonium 186 zu verwandeln. Die Lösung für dieses Phänomen, das große Mengen an Energie liefern kann, ist bald gefunden, aber ebenso unglaublich. Das fremde Isotop stammt nämlich aus einem Paralleluniversum, in dem andere Naturkonstanten gelten und Plutonium 186 ein stabiles Isotop ist. Hallam entwickelt eine Maschine, die Elektropumpe, die sich diesen Effekt zunutze macht und quasi unendliche Energiemengen durch den interuniversellen Austausch ab. Also sprich, die Monster nutzen die Tatsache, so wie bei Lunatico, dass die Naturgesetze in einer anderen Welt ihnen einen Vorteil verschaffen, aus und entwickeln eine Technik, die ihnen nicht nur das Reisen in eine andere Welt, sondern auch die Energiegewinnung aus dieser anderen Welt erlauben. Wie die Monster diese Türen nun konstruieren, wie die genau funktionieren, dass sie eine interdimensionale Reise überhaupt erlauben, woher sie vom Aussehen der Tür auf der anderen Seite überhaupt wissen, denn die Türen in der Monsterwelt sehen genauso aus wie die Türen in der Menschenwelt, wird in den Filmen bzw. in der Geschichte noch nicht erklärt. Allerdings können Studenten an der Monster-Uni scheinbar lernen, wie das vonstatten geht. Nun kommt es schon mal vor, dass sich Monster nicht immer an die Regeln halten und die Strafe ist Verbannung in unsere, der Menschenwelt. Es wird nicht erklärt, ob dies nun ein Gesetz auf der Monsterwelt ist oder nur eine hausinterne Regelung der Monster AG. Tatsache ist, berühmte mystische Wesen wie Nessie, also das Monster von Loch Ness, oder auch Yeti, der Schneemensch, stammen scheinbar aus der Monsterwelt. Jedenfalls erwähnen Mike, Sully und der Yeti bzw. der Schneemensch dies im ersten Monster AG-Film. Es wird leider auch nicht darauf eingegangen, dass die Verbannung eigentlich im Widerspruch zur Geheimhaltung der Monsterwelt steht. Denn wenn ein Monster in die Menschenwelt verbannt wird, sollte man eigentlich damit rechnen, dass die Menschen früher oder später das Monster finden. Und Menschen sind dafür bekannt, so lange zu forschen und zu bohren, bis sie eine Erklärung für das gefunden haben, was sie gefunden haben. Natürlich könnte es sich bei der Verbannung auch um eine Monster AG intern handeln und die offiziellen Behörden der Monsterwelt wissen darüber überhaupt nicht Bescheid. Wie auch immer, die Tatsache der Existenz von Türen, mit denen man durch die Welten reisen könnte Tür und Tor öffnen für endlos weitere Möglichkeiten. So könnte die Welt der Cars genauso besucht werden wie die Welt von Onward,
wo Elfen und Zauberer und Einhörner ins Zeitalter der Technologie angekommen sind. Und natürlich könnten nichtmenschliche Wesen auch theoretisch durch ebenso diese Türen in andere Welten gelangt sein. Kommen wir nun zu Luca. Luca beschreibt eine sehr emotionale Coming-of-Age-Geschichte aus der vor der malerischen Kulisse der italienischen Riviera, wo sich die Hauptcharaktere als Seemonster herausstellen, die allerdings an Land menschliches Aussehen annehmen können. Wie die Wesen sich selbst nennen, warum sie da sind, woher sie kamen, wird nicht erklärt. Somit ist es durchaus denkbar, dass Luca, Alberto und ihre Familien von Wesen abstammen, die vor unter Umständen sehr langer Zeit durch eben solch eine Tür in die Welt der Menschen gelangt ist. Entweder aus Neugier, durch einen Unfall oder durch eine Verbannung. Vielleicht haben die Monster AG Monster diese Türen nicht immer für die Energieerzeugung genutzt. Vielleicht besuchten einmal Monsterwissenschaftler die Menschenwelt und Vorfahren von Luca und Alberto haben vielleicht an unserer Welt so viel Gefallen gefunden, dass sie nicht mehr verlassen wollten. Oder die Tür ließ sich nicht mehr aktivieren und sie waren gestrandet. Alles ist möglich und denkbar. Auf jeden Fall werfen die Pixar-Filme immer wieder interessante Science-Fiction-Theorien auf, die es wert sind, weiter verfolgt und analysiert zu werden. Bis dahin, bleibt neugierig und bis zur nächsten Science-Fiction-Theorie, wahrscheinlich wieder über Pixar-Filme. Macht's gut, bis dann, tschüss.